Liebe Videofreunde, sorry, ich bin gerade ein bisschen abgelenkt von diesem geilen Magazin mit Linnea Quigley auf dem Cover. Die Scream Queen aus den 80ern, wer erinnert sich? Hm? Genau, und mit der gibt es heute auch einen Film. Ich meine, woher kennt man Linnea Quigley? Ha? Komm, zähl mal auf. Return of the Living Dead. Hollywood Chainsaw Hookers. Hollywood Chainsaw Hookers? Ja, doch, so heißt er. Und diversen B-Movies. Und davon habe ich ja auch einen, den es nur auf VHS gibt. Blood Nasty. Blood Nasty, Hände weg von meinem Rohr. Die Handlung, grob zusammengefasst. Es geht um, anfangs geht es um so einen Gangster, der ein bisschen in Ungnade gefallen ist und deshalb wird er von seinen Kollegen gekillt. Oh, verdammte Scheiße. Da ist er. Dann geht's weiter mit so ein paar anderen jüngeren Kerlen, die auch so ein bisschen kriminell unterwegs sind. Dann in so einer Nacht- und Nebelaktion irgendwie sowas abziehen. Weißt du, was das bedeutet? Was? Dass wir deine Dienste nicht länger brauchen, Partner. Genau durch die Mitte, Partner. Aber seine Kumpels wollen ihn irgendwie so ein bisschen übers Ohr hauen und wollen ihn dann auch so beiseite schaffen. Und dabei kriegt der gute Kerl ein Rohr durch den Bauch. Tja, ja. Aber was die da nicht wissen, ist, dass in diesem Rohr der Geist dieses anderen Gangsters schlummert, der zuvor gekillt worden ist. Ja, genau. Und dann entwickelt sich das tatsächlich so ein bisschen in Richtung Body-Switch-Thematik. Ja, nicht wirklich Body-Switch, aber... Besessen. Der Kerl ist besessen. Ich habe das bis zum Erbrechen erlebt. Der Geist dieses Obergangsters schlüpft in den Körper dieses jungen Kriminellen, eben dadurch, dass eben dieses Rohr im Bauch steckt. Hallo? Hör zu, du perverser Sack! Ich hetz dir das FBI auf den Hals und lasse dich kastrieren! Ja, genau, in diesem Rohr steckt irgendwie der Geist von diesem anderen Gangster. Ich check's ja auch nicht wirklich, aber der Geist von diesem anderen Gangster nimmt eben dann Besitz von diesem jungen Kerl. Und dann kommt dieser Charakter dieses Obergangsters halt immer mehr durch. Hi. Nach dieser Nacht- und Nebelaktion schleicht auf jeden Fall dieser junge Kerl, wie heißt er denn überhaupt? Ich weiß nicht. Steht da nicht, keine Ahnung. Egal. Dieser junge Kerl schleppt sich auf jeden Fall mit Stahlrohr im Bauch nach Hause, was tatsächlich natürlich ziemlich lustig ausschaut. Was ist das? Sieht aus wie eine Eisenstange. Ruf einen Krankenwagen. Nein, dann ist das Geld im Eimer. Er könnte sterben. Das hat er schon hinter sich. Und am nächsten Tag wacht er auf, schon so ein bisschen angegraut und irgendwie schmeckt ihm nichts mehr und irgendwie ist er tot. Lass mich fühlen, ob du treu warst, puta mia. Roy! Ich wusste gar nicht, dass du Spanisch sprichst, Roy. Wann hast du das gelernt?
als ich noch ein kleiner Ninjo war. Und immer nachts oder in bestimmten Situationen meldet sich eben dieser Geist zu Wort und sagt so... Sie wünschen? Von Ihnen hat mir aber Blade nichts gesagt. Blade? Moment, habe ich mich vielleicht in der Adresse geirrt? Nein, ich bin hier richtig. Ist er zu Hause? Hey, in diesem Haus wohnt kein Blade-Herzchen. Und jetzt sind wir wieder bei Linnea Quigley. Die meldet sich dann auch irgendwie so. Die schaut dann bei dem jungen Kerl vorbei, weil das ist nämlich die Freundin von diesem Obergangster-Typ. Kenne ich dich eigentlich irgendwo her? Ich bin Blade. Blade ist älter, hässlich wie die Sünde, mit der widerlichen Narbe quer durch die Fresse. Sei vorsichtig. Ja, von der Stimme her kommt's hin. Ich bin Blade. Du bist bescheuert. Linnea Quigley hier eigentlich nur in Strapsen und Unterwäsche unterwegs, wie man sie halt kennt und liebt. Hey Blade, was ist? Ist dir die Munition ausgegangen? Blade! Bespring dich selbst. Ja, genau. Und dann geht's irgendwie so weiter. Ich weiß gar nicht, mir schon wieder ein bisschen länger her, dass ich den gesehen habe. Ziemlich seichtes Dahingeplänkel. Eine Horrorkomödie ohne sonderliche Ups und Downs eigentlich. Irgendwie insgesamt schon ganz nett, aber wenn man die jetzt nicht gesehen hat, hat man eigentlich nichts versäumt. Weißt du, ich bestimme die Spielregeln. Ich bestimme, wer schlägt, wer punktet, wer läuft. Habe ich mich klar genug ausgedrückt? Blood Nasty, Hände weg von meinem Rohr. Und da komme ich irgendwie so ein bisschen ins Grübeln. Was sind denn die besten Aufspießungen so im Film? Versteht ihr? So die besten Todesszenen mit Aufspießungen, hm? Was fällt euch da ein? Und da habe ich mal so eine kleine Liste erstellt mit den besten Aufspießungen, die mir jetzt so eingefallen sind. Und ich mache jetzt mal hier so meine Top 8. Top 10 wäre zu viel gewesen, Top 5 zu wenig, deshalb Top 8. Los geht's. Auf Nummer 8, Jason X, David Cronenberg. Sehr schöne Aufspießungsszene. Weiter geht's mit Platz Nummer 7, Bram Stokers Dracula. Da hängen ja auch immer so ein paar Leute aufgespießt rum, ne? Nummer 6 der besten Aufspießungen. Nochmal Jason X, und zwar die Szene, wo dieser Kerl runterfällt und dann irgendwie auf dieser Spirale landet und dann so langsam nach unten gleitet. Nummer 5 der besten Aufspießungen. My Bloody Valentine. Die Szene, wo die Tussi so an dieses Rohr gepinnt wird. Boah! Genau, ihr merkt schon, der Faktor Aufspießung mit einem Rohr ist eben wichtig, also deshalb, sonst hätte es ja nichts mit dem Film zu tun, ne? Ich meine, es wird auch ständig aufgespießt in Halloween, zum Beispiel Michael, der sein Opfer da in Teil 1 an die Wand nagelt mit einem Messer. Aber das ist halt ein Messer, das finde ich zählt nicht so richtig. Nummer 4 der besten Aufspießungen, auch mit einem Rohr, Phantomkommando. Nummer 3 der besten Aufspießungen, das Omen. Wie oft ich jetzt schon Aufspießungen gesagt habe, egal. Nummer 2, Paris Hilton in House of Wax. Und Nummer 1, ganz klar, obwohl ich den Film so ein bisschen überbewertet finde, Cannibal Holocaust. Und ich kann die Szene wahrscheinlich jetzt nicht zeigen. Tja, so viele schöne Aufspießungen gibt's. Was fällt euch noch ein? Was ist eure liebste Aufspießung? Euer liebster Aufspießungstod im Film natürlich. Einfach in die Comments, ne? Wie gefällt dir das?
Fazit zu diesem großartigen Film noch. Ein dicker, fetter Gruß an Linnea Quigley und an ihre Fangemeinde. Ah, ich mag die und schade, dass das ist so die Zeit der Scream Queens leider so ein bisschen vorbei ist, oder? Ja, irgendwie schon, oder? Reicht euch die Hände! Es ist doch Quark mit Soße! Danke fürs Einschalten. Haltet euer Rohr sauber und ja, und so weiter. Tschüss.